Hallo und herzlich willkommen bei Official Winnie. Wir machen heute ein neues Video. Fußballkarriere von Dynamo Dresden, wie man sieht. Ich bin gebürtiger Dresdner Fan. Schon seit kleines Kind. Warum kam jetzt so viel nichts mehr? Warum keine Videos? Erstens, ich habe mit der Arbeit Probleme gehabt, habe jetzt was Neues gefunden. Und zweitens, leider ist meine Mutti im Oktober letztes Jahres verstorben. Und da hatte ich echt jetzt keine Zeit gehabt mehr für Videos und allen möglichen. Deswegen ist jetzt erstmal soweit nichts mehr gekommen. Ich glaube, man hat hier keine Zauns in dem Spiel. Da muss ich nochmal gucken in der nächsten Karriere. Sonst füge ich jetzt am besten dann im Stadion irgendwie was ein. So ein paar Zauns. So, jetzt sind wir hier in dem Karrierenmodus angekommen. Okay, die Transferangebote lassen wir jetzt erstmal. Wir tun uns jetzt erstmal aufs erste Spiel vorbereiten. Gegen FC Ingolstadt daheim. Wir werden jetzt eine Pressekonferenz halten. Ganz wichtig. Und hier ist der neue Trainer Vincent Amiel zur Pressekonferenz Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt 04. Erste Frage: Wie laufen die Vorbereitungen für ein Dresden-Debüt? Die Vorbereitung. Wir arbeiten jeden Tag hart. Schafft ihr Team den Klassenerhalt? Ja. Einen guten Kader, das müsste eigentlich zu schaffen sein, den Klassenerhalt zu schaffen. Werden vor Ende des Transferfensters noch weitere Spieler gekauft? Eigentlich sind wir erstmal gut besetzt, wir werden sehen. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. So, jetzt geht's los mit der Karriere Dresden gegen Ingolstadt. Jetzt gehen wir erstmal auf Teammanagement und gucken, was wir für einen Kader haben. Genau, das ist ganz okay, alles so Tachal ist drinne. Und dann geht's jetzt ab ins Stadion. So, und jetzt sind wir im Stadion angekommen, im Rudolf-Harwig-Stadion. Genau, gegen den ersten FTI. Erster Spieltag. Spielkommentator Vincent Melcher, oder auch Fischer Winnie auch genannt. So, das ist das wunderschöne Rudolf-Harwig-Stadion. Ein bisschen anders sieht es aus, aber ich denke mal, das sieht sehr ähnlich des Rudolf-Harwig-Stadion, also dass da eine zweite Kabine ist und dritte Kabine. Aber sonst müsste es eigentlich passen, dass es so von der Größe eigentlich sind, so 10.000 Kilometer. Ja, aber sonst müsste das passen. Dann werden wir mal gleich die Aufstellung vom FCI sehen. Aufstellung von Dynamo Breul. Knipping, Mai vorne und vorne da ferner Schröder und Kilsdorfer. So ist unsere Ausstellung auf der Ausrichtung beim Kachal, bei Mörfel, Rivoli, Löw, Will und Lüttgen. So. Komischer Name, ich weiß. Stark da voran. Jetzt kommt die Aufstellung vom FCI. Kann ich aussprechen. Nito Strock. Okay. Die ich nicht kenne. Alles komische Namen. Pick mit der 26, den kenne ich. Bunnig. Raus, Preisning, Schmidt. Kutschke ist draußen aus der Auswechselbank. Wir spielen ein 4-4-2. Ah, ja, ab geht's die Post. Auf ein gutes Spiel. Ich hoffe, wir werden gewinnen. Vielleicht Mai vorne. Und da ferner. Direkt mit einem Konter gegen den FCI. Da ferner. Da ferner. Und da ist das 1-0 für Dynamo Dresden. Sieht man schön, dass so wie da Ferne sich durchgeführt hat und dann. Und damit steht's 1-0 für SG Dynamo Dresden.
In der siebten Minute mit der Nummer 23, da Ferner. Sehr stark gemacht, sehr gut gekontert. War super gemacht. Wenn wir so weitermachen, denke ich mal, werden wir da einen Sieg holen. Ich spiele momentan auf Halbprofi. Ich werde natürlich dann auch auf Profi erhöhen. Aber ich muss erstmal wissen, wie die Mannschaft so reagiert. Und wie gut so die anderen Mannschaften sind. Ich kann den Namen nicht aussprechen, das sind solche komischen Namen manchmal. Und da ist der Torverlust von Knipping. Oh, Preul nicht mehr dran. Wurde drüber geschossen vom FCI. Das war ganz, ganz knappe Geschichte wieder. Ah, Preul wäre aber da gewesen, hätte ich mal so gesagt. So, Preul mit dem Abstoß. Sollbauer. Sollbauer auf Akoto. Akoto auf Mai. Mai auf Schröder. Schröder mit einem schönen Trick. Schröder geht. Schröder geht. Schröder auf der Ferner. Oh, und Schröder wieder dran. Und oh, Schröder verzieht leicht am linken Pfosten. Und Mai am Ball. Stark. Vorne. Ein Pass auf der Ferner. Und da ist das. 2:0 für Dynamo Dresden. Souverän gemacht, das ist nicht richtig. Souverän gemacht von Stark zum Daferner. Daferner legt direkt ab auf Kühlschirmer und Kühlschirmer braucht nur Fuß hinhalten. Sauber gemacht, er braucht nur Fuß hinhalten und dann ist das. Tor für Dynamo Dresden. Ich habe jetzt gar nicht auf die Minute geachtet. Ja, ich würde mal sagen, 25. Minute mit der Nummer 35. Renschford Königsdörfer. Sauber gemacht. Sollbauer wieder am Ball. Königsdörfer, immer wieder Königsdörfer auf. Oh, Königsdörfer verdattelt den Ball. Mai mit einer souveränen Vorlage auf Daferner und Daferner verzieht das Ding. Wie kann sowas passieren? Das darf nicht sein. Es hätte drinne sein müssen, da hätte es nämlich 3:0 gestanden, meine Freunde, aber leider nicht, wie man sieht. Ja, okay, Wind im Ball, Kade am Ball auf Königsdörfer, ganz alleine vorne. Königsdörfer auf da. Ferner! Da ist das 3:0! Wunderschön gemacht von der Ferner. Das ist unser zweites Tor übrigens. Da hat der Torhüter keine Chance mehr. War auch schwach gemacht, wenn er den hätte eigentlich haben müssen. Aber für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden in der 44. Minute mit der Nummer 33. Christoph Daferner erzielt das 3:0 gegen FC Ingolstadt. Akoto nochmal am Ball. Aber jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Halbzeit. Die Dynamo-Fans sehr begeistert von der ersten Hälfte. Hier sieht man, wo Daferner getroffen hat. In der Mitte und links unten. Genau. Und jetzt geht's schon in die zweite Halbzeit. Kade mit einem super Trick. Stark auf Preul. Preul hinten erstmal sauber halten den Ball. Preul auf Schröder. Und da ist der Fehlpass von Schröder. Das darf nicht passieren. Mai aber sofort an der Stelle. Schröder lupft ihn auf Daferner. Und da ist das 4:0 von Christoph Daferner. Sauber gemacht. Mai ergattert sich den Ball von dem Ingolstadt-Spieler. Wieder spielt. Ich glaube auch Schröder war das genau. Und Schröder direkte Annahme auf der Ferner und der Ferner braucht den Ball nur noch rein. Souverän gemacht.
Und damit steht geht die Dynamo Sportgemeinschaft Dynamo Dresden in Führung mit der Torschütze mit der Nummer 33, Christoph Daferner. Das war souverän gemacht. Und jetzt gleich wieder eine Chance. Kade auf Sebastian May. Sebastian May will es versuchen. Will es nicht alleine versuchen. Will nochmal durchstecken zu Daferner, zu dem Torschützen. Jordi Alba. Transfer bestätigt zum FC Chelsea. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das mit der zweiten Liga zu tun hat. Und da ist das Gegentor. Das ist schwach gewesen, was da die Abwehr gemacht hat. Breul war auch nicht sehr gut dabei. Königsdörfer auf Daferner. Und da ist das 5:1. Da war es sauber gemacht von der Ferner mit einem höheren Lupfer. Lustig er den. Schröder auf Karte. 6:1. Da war das Tor von Karte. Souverän gespielt, Daferner hat so noch den Ball durchgesteckt auf Kade und Kade muss ihn noch abschließen. Sauber gemacht, besser kann ja junge Mann in der Hintermann nicht machen. Und damit steht es jetzt ein. Und ich denke mal, ich werde den Schwierigkeitsgrad dann auf Profi stellen, weil ich merke, es ist leicht eingestellt tatsächlich. Aber wir ziehen das jetzt durch und Daferner wieder am Ball und lupft ihn und da ist das 7:1. Stark gemacht, ich muss auf jeden Fall den Spiel durchspielen. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ist halt ein torreiches Video, würde ich sagen. Genau. So, wir haben den stark raus und kein Spaß. Schöner Lüfter, so wieder der Schwach. Der Header wieder dazwischen den müssen. Haben müssen. Genau. So, 86. Minute, Wechsel bei Dynamo Dresden, Stark kommt, geht raus und Einwechslung mit der, keine Ahnung, was der für eine Nummer hat tatsächlich. Schwer zu sagen. Ist nicht so leicht, ich muss mich auch erstmal einfixen, weil 7:1 und das ist auch der Endstand. Ich bin sehr zufrieden mit Daferner und Königsdörfer, die haben sehr gute Top-Leistung absolviert. 5 Tore von Christoph Daferner. Am zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga, 1. August 21, um ehrlich zu sein, warum 21, warum auch immer, Hamburg gegen Dynamo Dresden im Hamburg im Volksparkstadion müsste das sein. Genau, im Volksparkstadion. Die Aufstellung lassen wir erstmal so. Ich hätte nur gesagt, wir nehmen diesen Ciro Belletz. Wie gesagt, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, das ist schlimm. Ich hasse sowas. Und den nehmen wir auch raus, weil. Ja. So schwer ist für mich. Den nehmen wir rein. Sehr schön. Fein nehmen wir mit. Geht das? Oh, genau. Und wir sehen uns wieder im Stadion. Gut angefangen. Und jetzt geht's los im Volksparkstadion. Dynamo-Ecke rechts oben. Wie man sieht. Hamburg mit einem schöner mit einer schönen Choreo. Zweiter Spieltag. Kommentator natürlich wieder Official Winnie. Hier kommt die Mannschaft eingelaufen. Das sind die Hamburger Fans mit einer schönen Choreo. Das werden wir jetzt auch öfter sehen bei den Stadion. Königsdörfer läuft zuletzt und wird mit Daferner wieder hoffentlich ein paar Tore einschießen. Spieler im Fokus, Robert Klatzel. Mit 2 Toren im letzten Spiel. Nicht schlecht. Dann werden wir mal sehen, wie sie jetzt
spielen. Und dann gehen wir jetzt zur Aufstellung. Ja, da schlagen sich noch die Spieler ab. Und wünschen sich ein gutes Spiel. Schön. Jawohl. Gut gemacht, gut. Auf ein gutes Spiel. So. Noch die Schiris abklatschen in Dresdner. Und jetzt gehen wir zur Aufstellung vom Hamburger SV. Heuer, Fernandes, Leibold, Kittel, Reis. Okay, Klatzel vorne im Sturm. Das ist die Aufstellung 4-4-3-3. Johansen draußen, Winterheimer draußen, Haier draußen, Kaufmann draußen. Jetzt kommt die Aufstellung von Dynamo im Tor. Breu, Knipping, Solbauer, Akoto, Löwe im Abwehr. Da Ferner und Königsdörfer wieder vorne. Stark bei Bastian Meier und Kade im Mittelfeld. Schröder rechts, Königsdörfer links und vorne natürlich. Der sogenannte Knipser und auch guter Stürmer von der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Da Ferner und da ist der Anstoß von dem Hamburgern. Akoto gleich mit einem guten Kopfball geht und Schröder versucht ihn zu tricksen, holt den Ball noch vom Aus wieder rein. Schröder probiert es durch die Mitte, spielt auf Da Ferner. Da Ferner dreht sich, schafft es aber nicht zum Tor. Guter Pass von Hamburg, aber Knipping ist da und Knipping holt auch den Einwurf raus. Einwurf Bastian Meier. Auf Bastian Meier. Proll. Proll zieht das Ding jetzt mal nach vorne. Da Ferner vorne. Stark auf Da Ferner. Da Ferner. Immer wieder Da Ferner. Da Ferner. Da versucht die Mannschaft. Oh! Und das wäre fast das 1-0 gewesen. Und jetzt gibt es noch ein kurzes Gespräch mit dem Spieler Leibold, weil er uns versucht hat oder hat uns nach dem Schuss gegrätscht. Jetzt der. Es gibt Elfmeter. Okay. Elfmeter für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Da Ferner probiert und verwandelt ihn. Und da ist das 1-0. Mit der Nummer 33 ist das Da Ferner. Ein Elfmeter. Ist unberüchtigt. Der Torhüter guckt nur noch hinterher. Es gab erstaunlich Elfmeter. Ich habe gedacht, es wäre Ecke. Und dann hat er auf Schröder. Schröder geht jetzt mal hin und bringt die Flanke rein unter Königsdörfer. Aber Königsdörfer kommt nicht ran. Stark auf Königsdörfer und Königsdörfer probiert es einfach mal. Aber leider, es ging sehr weit raus. Sehr weit nach außen. Von Heuer Fernandes, der Abschluss, der kurze. Löwe probiert jetzt stark. Und da kommt der lange Ball, aber Proll, was macht Proll? Proll hat ihn, war gerade sehr verwirrt von Proll. Sehr gut, Abseits von Da Ferner. Ich muss sagen, ja, war klares Abseits. So. Nicht schlecht gemacht, war ein guter Versuch von Alcoto, mal den Ball nach vorne zu schlagen. Und Löwe tut gegen Jatta und da tut Löwe einen Eckball für die Hamburger rausholen. Wird kurze Ecke von Kittel ausgeführt und keiner geht so wirklich von meiner Abwehr ran. Was ist das? Aber schlecht gemacht von Jatta, genau. Abstoß für Dynamo Dresden. Proll probiert's und probiert den Ball mal rauszuschlagen. Und da Ferner auf Bastian Meier. Bastian Meier, immer wieder Bastian Meier. Und da ist das 2-0. Mit der 37.
schön gemacht von der Fahrer mit dem Kopf auf Bastianmeier. Bastianmeier auf den Kabelmeier abschließen und dann war das gesagt. Wunderschöner Kopfball und Bastianmeier nimmt ihn in die Brust ab und schießt das Ding. Sicheren Ball. Bastianmeier. Probiert's und will's selber probieren. Und da ist Halbzeit im Volksparkstadion. Es steht 2:0 für die Dynamos. Hier sieht man nochmal stark. So. Erzgebirge Aue gegen St. Pauli 0-0 und Holstein Kiel gegen den Schalke 04. Schalke 04. 1-1. Sein Eckball für den Hamburger SV. Kurzer Ball wieder. Ja, da will wieder kurz machen. Aber da hat der Akoto gut gestört. Knipping auf. Da ferner auf. Königsdorfer auf Kade, aber was war das von Königsdorfer? Der hätte viel besser kommen müssen. Damit steht es jetzt immer noch 2-0. Königsdorfer mit einem souveränen Trick eigentlich. Es gibt Einwurf für uns. Löwe will den Einwurf ausführen. Königsdorfer am Ball. Und da ist der Fehlpass von Königsdorfer. Da ist Reis ganz schnell ran. Reiß auf Jata, immer wieder Jata, er geht ran, Jata, es geht niemand ran, Klatze und Kittel, aber mit der Nummer 1, Proll ist da. So, mir tu mal Meier rausnehmen, hat mir gut gefallen heute, wir nehmen den Weinrauch rein, mit der 10. Ja, mal sehen, wieder kurzer Ball auf Jata. Ja, da probiert es wieder gegen Akoto, aber kommt wieder nicht durch. Spielt den Ball auf Reis. Und, abseits. Proll, schnell ausgeführt auf Solbauer auf Akoto. Akoto, Solbauer hat einen Fehlpass gemacht, wollte den Ball zu Akoto schnell spielen. Und Proll! Kade, bringt ihn mal lang. Oh, abseits. Schade. Ja, gute Chance gewesen für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, wäre auch wichtig gewesen. Stark. Fehlpass. Oh, da ist das 2:1. Reis mit dem Tor. Wir nehmen jetzt der Wusi rein. Das war sauber gespielt, muss ich sagen. Abwehrfehler von mir. Wie man sieht, Knipping geht nicht dran. Und da packt er den Volley aus der Reis und macht das Ding rein. Stark gemacht vom Hamburger SV. 69. Minute Tor für den Hamburger SV. Mit der Nummer 18 Reis. Guter Druck von der Wusi. Der Wusi weiß nicht, wo er hinspielen soll. Auf da ferner, ganz sehend alleine und dann passiert der Fehlpass. So, stark. Akoto gegen Kittel. Akoto ist da und dann ist Weinrauch da und er spielt den auf Königsdorfer und Königsdorfer wieder auf Daferner, aber da ist Daferner zu langsam. Steht immer noch 2:1. Wir sind in der 75. Minute. Oh! Da gibt's Elfmeter. Das war für mich kein Foul. Ich war nämlich als erstes an dem Ball dran gewesen. Und was? Glattrot für Knipping. Für den Kapitän. Okay, es war schon eine Berührung da. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man als erstes den Ball berührt hat. Und da ist das
2-2 der Dynamo von Kittel. Sie haben 2-0 geführt, haben das 1-2 gekriegt. Und wieder Scheiße gemacht und 4-2. Was ist hier los, meine Freunde? In der 88. 87. Minute 4-2 für den Hamburger SV. Boah, Fehler in der Abwehr. Uns fehlt hinten ein Mann. Das wird ganz schwierig fürs nächste Spiel. Aber wir haben Sebastian. Oh, Leute! Oh, fast das 5-2. Und damit ist es zu Ende. Dynamo hat 4-2 verloren. Noch. Das darf nicht sein. Das darf wirklich nicht sein. Wir haben nur Ballbesitz 37%. Aue hat verloren. Und Kiel hat gegen Schalke gewonnen. Oh Mann. In ein paar Tagen kommen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ich für Spieler mir kaufen soll. Wie ich besser werden kann. So, wir lassen das mal und lassen das automatisch ersetzen. Genau. Und ihr könnt ja, wie gesagt, mal reinschreiben, was ich mir für Spieler holen soll. Und was, ob ich noch eine Karriere anfangen soll gegen, weiß ich nicht, Rostock oder Bayern oder was für eine Karriere kann ich noch machen. Könnt ihr mal alles in die Kommis schreiben. Und habt ihr vielleicht noch Videoideen, was ich vielleicht noch machen könnte? So, und jetzt geht's ins Stadion. Und da sind wir in der Arena von Victoria Berlin. Im Union Park Stadion. Das ist die Runde 1 vom DFB-Pokal. Kommentator natürlich Official Vinny. Sebastian May, nun der Kapitän. Ersetzbar gegen Knipping, weil der mit der roten Karte im letzten Spiel gegen Hamburg ausgeflogen ist, muss May jetzt es retten. So, das sind die Mannschaften. Genau. Akoto rechts. Jetzt kommt die Aufstellung von Victoria Berlin. Sprint, Hahn, Leivel, Elvin, Jammert, Joppet, Mans, Verkamp, Marexi, Falco und Tyson. Sprint im Tor, Elvin, Hahn, okay, sie spielen eine 3-4-3 Version. Vorne im Sturm Falco und jetzt kommt die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mai, Roy, Akoto. Solbauer. So, die Aufstellung. Preul, Akoto, Solbauer, Mai. Kio Belletti, Stark, Bastian Meyer, Kade, Schröder, Daferna und Königsdörfer. Preul, Mai, Solbauer, Akoto, Stark, Kade, Bastian Meyer, Schröder, Daferna, Königsdörfer. Wir spielen ein 4-3-3. Jetzt pfeift der Preul nochmal seine Mannschaft zusammen und jetzt geht's los. Die erste Runde des DFB-Pokals gegen Victoria Berlin. Anstoß für die Berliner von Falco. Und gleich ganz stark gemacht. Aber Kade dazwischen auf Bastian Meyer. Bastian Meyer auf da Ferner. Und da Ferner will gleich mit einem gestreckten Bein probieren. Aber stark probiert. Und da Ferner versucht ihn noch zu lenken. Aber der Trainer Vincent unzufrieden mit der Mannschaftsleistung gerade eben. So, schöner Pass von Victoria Berlin. Hier Bletzke. Kade auf der Ferner. Und da ist der schnelle Sprint von der Ferner. Und der Ferner verzieht das Ding. Die Krachen. Den hätte ich machen müssen. Schade. Akoto auf Schröder. Schröder probiert's. Auf der Ferner. Da Ferner zieht den Ball nochmal zurück. Und da ist das. Nicht das 1-0, weil der Hüter von Victoria Berlin gute Parade reingelegt hat. Und jetzt der Konter für Victoria Berlin. Aber Stark ist da. Akoto ist da. Mai ist da.
Und was ist das? Es gibt Freistoß für Victoria Berlin. Jopek führt aus. Die Mauer von Dynamo Dresden schlecht gestellt. Bastian Meier. Schlechter Fehlpass. Proll. Dresden gerade ganz schlecht mit einem Fehlpass schon wieder. Wer war's? Schröder war's. Fehlpass. Eckball von Victoria Berlin. Schröder bolzt das Ding vor. Steht niemand. Das ist nicht wahr. Das ist. Oh, weg. Mai bolzt ihn raus. Da Ferner mit einer Fehlannahme und gleich ein Fehlpass hintereinander. Dynamo ganz schlecht. Stark. Auf Bastian Meier. Bastian Meier auf Schröder. Schröder, probiert's mal. Und da ist das 1:0. Der Pass von Bastian Meier und Schröder drückt sich den und schießt. Toller Wut, Alter. Stark gemacht. Falka. Stark. Kade auf der Ferner versucht ihn zu lupfen. Anscheinend kein Abseits. Bringt einen Lupfer. Und da ist das. 2:0. Ein guter Lupfer, Torhüter, probiert noch mal. Lupft ihn souverän. Stark gemacht. Und Preu versucht noch. Und da ist Halbzeit. In der ersten Runde des DFB-Pokals. Dynamo Dresden geht dafür zur Führung mit 2:0 auswärts. Magdeburg Aue. 1:0 für Aue. Nürnberg Holstein 1:0. Nürnberg. Pauli gegen Saarbrücken 1:1. Hamburg Düsseldorf 1:0. Freiburg 2. Verl 1:0. Und Werder Bremen Rostock steht noch auf. Zweite Hälfte jetzt. Kommentator Vincent. Official Winnie. Schröder gleich wieder gut. Auf Königsdorfer. Königsdorfer. Probiert's mal mit dem Nischel. Aber vergeben. Sprint mit einer langen Flanke. Und Jopek holt sich das Ding vom Fuß von da Ferner. Preu kommt raus. Nimmt ihn sicher. Nimmt ihn. Versucht ein paar Tricks zu probieren, aber das was hilft. Boah, Königsdorfer hat. Oh. Da Ferner verliert ihn gegen Hahn. Den Ball. Mai auf Königsdorfer. Königsdorfer jetzt mal. Probiert's. Sollte eine Flanke eigentlich sein, denke ich mal. Sollbauer. Akoto steht ganz schlecht da. Und Stark versucht sich. Mai ist da. Königsdorfer auf Bastian Mai auf da Ferner. Da Ferner geht mal. Meier schickt ihn und da ist Eckball für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wer geht den Eckball machen? Bastian Meier versucht ihn auf Sollbauer zu bringen. Sollbauer aber kommt nicht richtig ran. Kade auf Bastian Meier. Bastian Meier probiert's auf Da Ferner, aber unglücklich.
Karl hat mir gut gefallen, der kommt raus gegen Mein Rauch. Jetzt kommt der Eckball von Bastian Mai auf da Ferner auf den Torschuss. Aber was war das da? Das Ding 3000 Kilometer übers Ziel hinaus. Weinrauch auf Königsdörfer. Rennsport Königsdörfer rennt, geht und spielt ihn zu da Ferner. Und da klingelt's. Klingelingeling. Sauber gemacht. Königsdörfer. Sieht da Ferner unten in der Mitte und spielt ihn flach rein. Und da Ferner um die Ecke rein. Kümmert. Jetzt kein Bomben. Ja, und Dresden, oh, ja, und Dresden, ja, und Dresden, ole, ole. Geht zu Proll. Proll nimmt ihn sauber an und bolzt das Ding vor auf Königsdörfer. Aber kriegt ihn nicht mehr. Wir sind in der 87. Minute. An hintenrum. Da ist wohl, denke ich mal, keine Chance mehr für die Viktoria aus Berlin. Dynamo mit einem starken Stellungsspiel jetzt zum Ende. Versucht alles rauszukloppen, was es gibt. Und da ist das. Wir hauen jetzt Ehlers mal rein gegen Solbauer. In der 90. Minute. Es bringt zwar nicht mehr viel, aber Einsatz ist Einsatz. Und da ist der Abpfiff. Damit steht es 3:0. Dynamo ist weiter der zweiten Runde des DFB-Pokals. Viktoria Berlin ist raus. Wir hätten eigentlich nie damit gerechnet. Wir müssen eigentlich... Ja, das ist eigentlich das, der Verdienst der Spieler. Weil... Die haben die gute Leistung gebracht. Wir hätten es nicht gedacht. Kommt das Team langfristig ohne Klimping aus? Wir haben viele Optionen, sagen wir es so. Klimping ist ein guter Spieler, der fehlt uns. Sicher. Super Leistung heute von der Ferner. Ihr Kommentar. Grandiose Leistung von der Ferner. Stark gemacht heute. Da haben wir eine Moral von der Ferner. Ist oft sehr gut gemacht. Ich denke mal, wir gehen jetzt langsam ins Ende. Das nächste Spiel ist gegen Hannover 96. Müsste eigentlich wieder daheim sein. Wir können ja mal gucken, auf welchem Tabellenplatz wir sind. Wir haben ja jetzt ein Unentschieden drin. Wir haben 3 Punkte. Wir sind auf dem 7. Rostock ist vor uns mit 2 Siegen. Das ist stark gemacht von Rostock wahrscheinlich. So, das nächste Spiel ist am 14. August. Gegen die Hannoveraner. Genau, daheim. Und damit werden wir uns auch mit diesem gleichen Bild dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich verabschiede mich jetzt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ich mir für Spieler kaufen soll für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Und was habt ihr so für Wünsche für das Video? Was soll ich noch eine Karriere anfangen oder mal Ultimate Team spielen? Hätte ich auch mal Lust. Oder soll ich mal eine Folge bringen, wo ich einen Kumpel spiele mit einem Tim Dart Turner? Da würde ich mit ihm online spielen. Tim der Turner, der ist eigentlich auch ein ganz guter Spieler, muss ich sagen. Also, der hat schon Potenzial, muss ich sagen. Also, schon nicht schlecht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der zweiten Folge von Karrieremodus Dresden. Damit verabschiede ich mich und ich würde sagen, auf einen Sieg am Sonntag gegen Sandhausen. Amul, du schaffst das. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.